Wir sitzen im Büro von Ulrich Gräfe von der Stadtsparkasse Remscheid. Ich glaube, viele Bürger wissen ja gar nicht, wie viel die Sparkasse für Kultur, Sport, für Jugend in der Stadt ausgibt. Können Sie uns darüber mal ein bisschen was erzählen? Ja, wir haben im letzten Jahr wieder über 500.000 Euro für diese Zwecke, die Sie genannt haben, ausgegeben. Wir haben dafür ja eine eigene Stiftung, die mit einem Kapital von 6 Millionen Euro ausgestattet ist, wo die Erträge jährlich ausgeschüttet werden. Und wir schütten jährlich die Erträge aus dem PS-Sparen aus, wo der Bürger ja ein Los für den Preis von 1 Euro kaufen kann und 25 Cent davon wieder für gemeinnützige Zwecke in dieser Stadt ausgeschüttet werden. Wie wichtig ersehen Sie das denn als Sparkasse, dass man sich in der Stadt, wo man ja auch beheimatet ist, sich daran beteiligt am öffentlichen Leben, dass man den Vereinen, dass man den Institutionen und auch anderen Organisationen hilft, dass sie ihre Arbeit tun können? Wir als Sparkasse Remscheid halten das als sehr wichtig, weil wir auch feststellen, dass es ja nahezu keine Veranstaltung mehr gibt, die ohne unser Dazutun überhaupt durchführbar wäre. Von daher erkennen wir auch die Notwendigkeit, hier da zu helfen, wo vielleicht die öffentliche Hand nicht mehr helfen kann oder wo es auch durch private Spenden nicht alleine ausreicht, etwas aufzuführen, etwas zu zeigen. Deshalb sind wir da auch stolz drauf, dass wir mit diesen Mitteln diese Dinge über Sport, über Kultur, über Denkmalschutz auch gewährleisten können in dieser Stadt. Wenn Sie sich selber so ein paar Highlights raussuchen müssten, welche 2, 3 würden Sie nennen, wo Sie sagen würden, da freue ich oder da freuen wir uns, dass wir diesen Organisationen, Institutionen oder Vereinen helfen können? Also für uns im Vorstand ein Highlight die Klosterkirche in Lennep, die von uns vom ersten Tag an unterstützt wird, wo wir im letzten Jahr ganz groß geholfen haben, die räumlichen Gegebenheiten zu verbessern. Da wissen wir, dass das eben gut angenommen wird, auch von den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Sportliches Highlight ist der Citylauf, der jetzt nächste Woche stattfindet, den wir ja initiiert haben und der für uns auch dann sportlich das Highlight des Jahres darstellt in der Förderung. Ja, und dann gibt es jede Menge kleine Dinge, wenn ich an das Freibad denke, was wir unterstützen, wenn ich an denkmalgeschützte Maßnahmen denke, wo die Kirchtürme hier in den letzten Jahren gemacht worden sind. Alles Sachen, wo sich jeder daran erfreuen kann und wo wir wissen, Sparkasse gut für Remscheid. Super, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.